Die Massentierhaltungsinitiative zielt auch darauf ab, sich ökologischer zu werden oder weniger Tiere zu halten. Sehen Sie da auch gewisse Zielkonflikte, die ein Problem darstellen können? Ja, es würde eine massive Einschränkung der aktuellen Tierbestände bezüglich Geflügel, aber auch beim Schweine eine sehr große Einschränkung. Und für uns das Problem, wenn wir die aktuelle Produktion beibehalten wollen, mit was wir heute produzieren, wie zum Beispiel Eier oder Geflügelfleisch oder Schweinefleisch, dann müssen wir viel mehr Ställe bauen. Und zum Beispiel, wenn wir die aktuelle Produktion beibehalten, das bedeutet 1600 neue Hühnerställe, 20.000 neue mobile Poulemas-Ställe. Und das aus Raumplanungssicht, das ist völlig unmöglich, wenn wir sprechen vom vom Begrenzung der Gebäude in der, außerhalb der Bauzone.